Weißt du, was mir passiert ist? Was ist dir denn passiert? Ich habe ein Wort entdeckt. Schüler wollen sich oft nicht an Regeln halten, denn Schule ist ein Ort, um sich zu entfalten. Die Freiheit des anderen wird gern mal ignoriert, darauf wird gemeinhin wie folgt reagiert. Man hört es, wenn sie sich die Schreibmappen klauen und sich gegenseitig an die Mappe hauen. Oft wird bereits ein penetranter Blick oder gar ein Lächeln zu folgender Replik. Egal wie viel Fremdwörterbücher ich wälz, ich rück diesem Wort einfach nicht auf den Pelz. Hab's Goethe-Institut darauf angesetzt und mich mit Linguistik vernetzt. Das Wort ist verbreiteter, als man denkt und längst nicht nur auf Klassenzimmer beschränkt. Es dringt in den alltäglichen Sprachgebrauch, mein Stammtaxifahrer verwendet es auch. Und neulich im Bus auf der letzten Bank lümmelte sich ein adolescenter Punk. Ein Käppiträger fühlte sich dadurch gestört und artikulierte sich sichtlich empört. Egal an wie viel Fakultäten ich schreib, ich rück der Vokabel partout nicht zu Leib. Es raubt mir den Schlaf und auch den letzten Nerv, wie lange ich im Internet surf. Stabena.